Hallihallo, heute kleiner Tipp. Ich habe mir da einen neuen Drucker gekauft. Ich musste da mal was für meine Versicherung eigentlich ausdrucken. Ich hatte eigentlich keinen gescheiten Drucker mehr. Und wenn ich einen Drucker hätte, dann war die Patrone schon längst leer. Jedenfalls habe ich mir das Ding gekauft, so billig wie möglich. HP. Eigentlich wollte ich ja kein HP mehr, ne, wegen Amerikaner, aber gut. Ubuntu hat viele Treiber für HP und deshalb habe ich es mir gekauft. So, und jetzt hatte ich das da, wollte es eigentlich an USB anschließen. Ne? Eigentlich. Und dann war kein lang genuges USB-Kabel da und dann habe ich gedacht, brauche ich eigentlich gar nicht. Das hat ja auch noch, das ist ja jetzt mit Smartphone-Gedöns. Das wollte ich mal kurz demonstriert haben, das geht nämlich ganz prima. Beim ersten Betrieb kann man da eine Taste drücken und da kriegt man quasi ein WLAN-Passwort ausgedruckt fürs Smartphone, hier in dem Fall fürs Android. So kann man damit verbinden und dann kann man zum Beispiel was scannen. Also klappen, das ist alles ein bisschen wackelig und so weiter, aber das Ding für 50 Euro kann man nicht meckern. Wollte ich nur kurz, also wie gesagt, ich wollte ursprünglich eigentlich wegen Ubuntu, bin dann aber hier gelandet. Und habe festgestellt, ich brauche eigentlich gar nicht mit dem Computer verbinden, ne? Weil ich hatte sowieso das, was ich drucken wollte, per E-Mail. Ja, All in One Remote. So, da sehe ich dann zum Beispiel verfügbarer Drucker. Ne? Wer ist denn gerade da? Ne? Das ist jetzt hier der HP DeskJet. So, den kann man sich da aussuchen. So, und dann kann man zum Beispiel scannen. Ne? Ich habe jetzt einfach mal das Ubuntu-Ding auf den Scanner gelegt. Und man kann dann entweder eine Vorschau machen lassen oder, na, ich mache es jetzt mal so rum, kann man es vielleicht besser erkennen. Hallihallo. Ja, übrigens, ja, geschnitten. Jetzt ist das auch noch ein Bild. So, jedenfalls scannt er jetzt und überträgt das dann quasi kabellos auf mein Smartphone. Nein, man muss es nicht dafür da drauflegen. Das ist jetzt nur fürs Video besser. Macht natürlich ein bisschen Krach, das Ding. Aber wie gesagt, für 50 Ocken. Was halt recht günstig. Und dann schauen wir mal. Ne? Also das kennt jetzt DIN A4 Seiten groß da ein. Ja, also macht schon leer. Aber ja, sollen weitere Seiten. Ne? Das ist ganz praktisch, wenn man jetzt mehrere Seiten im PDF. Ich bin aber total fertig, sage ich. So, und dann habe ich mein Ubuntu schon eingescannt hier. Ne? Schön, ja? Ist das nett. Ja, gut, und dann kann ich hier irgendwie wieder teilen oder als PDF oder zum Beispiel auch wieder drucken, ne, als PDF speichern zum Beispiel, wunderbar. Und oder teilen mit, ja, als weitergeben als Bild oder Dokument, wunderschön. Ich könnte natürlich auch drucken, ja, dann wäre es quasi wie, ja, ich sag mal, ein Scanner. Ne? Jetzt kann ich mein Mauspad mal ausdrucken. Das war ja das Ubuntu-Mausbett, was ich da hatte. Und jetzt machen wir mal einen Ausdruck. Der dauert natürlich ein bisschen. Ne? Von so einem preiswerten Gerät darf man jetzt keine Wahnsinnsleistung erwarten. Hier unten übrigens hinter dieser schwarzen Klappe Farben. Die Farben, ja, einmal schwarz-weiß und buntig. Die Dinger da reinzukriegen war ein bisschen fummelig. Da muss ich erstmal dreimal drehen, bis ich das richtig drin hatte. Ging aber dann. Das ist alles so ein bisschen filigran, ein bisschen wackelig. Aber wie gesagt, für einen kleinen Preis ganz nett. So, also ja, der druckt. Sieht man da oben, das Papier wird so langsam eingezogen. Ich sag mal nix. Ja, sagen Sie nix. Kommt irgendwann mal da unten Ubuntu raus. Ja. Eingescannt und direkt wieder ausgedruckt. Schauen wir uns noch mal kurz das Ergebnis an. Das ist übrigens das erste, was ich jetzt buntig ausdrucke. Ne? Gut, jetzt hätte ich wahrscheinlich noch sagen können: Hochformat, Querformat, Vollbild oder weiß der Teufel was. Jetzt kommt es natürlich nicht genauso groß raus wie ursprünglich, aber ist doch ganz nett. Also er sägt so vor sich hin, tut seinen Dienst für das kleine Geld. Ja, gut, vom Design her kann man sich streiten. Ich hätte vielleicht lieber irgendwas Schwarzes gehabt. Ja, gut, sieht so ein bisschen aus wie, weiß ich nicht. Will ich jetzt nicht drüber listen. Also, Bild fertig, Ubuntu ausgedruckt. Ne? Und jetzt druckt er noch was, obwohl ich gar nichts wollte eigentlich. Ne? Warum macht er das, weiß ich gar nicht. Druckbild, ganz nett. Ganz nett geworden. Ja, gut.
Und jetzt kommt noch eine zweite Seite, die ich gar nicht verlangt habe. Was ist das? Auf Chinesisch? Sie können die Klappe wieder zumachen, oder was heißt das? Warten wir mal eben ab. Bestimmt so eine Drucker-Testseite, weil das erste Mal jetzt farbig gedruckt hat, oder? Was wollen uns diese Striche sagen? Nicht dieser Striche, diese Striche. Also hier nochmal unser Druckergebnis, ganz nett geworden, denke ich. Ja, gut. So, und im nächsten Video zeigen wir mal, wie das dann aussieht unter Ubuntu. Irgendeine Blödsinn gedruckert, hätte ich sich sparen können. Nur Farbverschwendung. Aber wie gesagt, das mit dem Handy-Drucken fand ich ganz nett. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.